Mutter Christiane, Freund Frank und die drei Kinder Kevin, Jerome und Jolien wollen ab in die Sonne. Ostsee, Strand, ausspannen. Das Urlaubskurzexperiment beginnt. Wir haben es nicht geschafft, in Urlaub zu fahren. Und jetzt auf dem letzten Poeng wollen wir eigentlich noch ein paar schöne Tage verbringen. Genau, und das schöne Wetter genießen. Und wir fahren jetzt einfach drauf los. Irgendwo werden wir was finden und irgendeine Pension. Irgendwas wird uns schon über den Weg laufen. Ansonsten schlafen wir am Strand oder wie auch immer. Los geht's, 270 Kilometer von Berlin an die Ostsee und auf den Darß. Ein Hotel hat die Patchwork-Familie nicht gebucht. Mit vollem Risiko in das Wochenende. Noch glauben sie, dass sie schon irgendwo unterkommen. Noch. Dann auf der Autobahn 100 Kilometer vor dem Ziel der erste Schock. Oh Gott, da brennt ja ein Auto. Zum Glück gibt es keine Verletzten. Die fünf beruhigen sich wieder. Insgesamt 3,5 Stunden dauert die Fahrt, alles noch im Rahmen für die Familie. Für diese Aussicht hat sich die Fahrt gelohnt. Die Familie hat sich zunächst für den kleinen Ort Wustrow auf dem Darß entschieden. Der liegt genau am Meer. Jetzt könnte der Urlaub eigentlich beginnen. Eigentlich. Hier sieht es richtig schön aus. Ich denke mal, wenn wir jetzt hier runterlaufen, dann werden wir auch irgendwie was finden. Ja, klar. Aber jetzt mal ehrlich. An einem Ferien-Sonnen-Wochenende mit 34 Grad haben viele die gleiche Idee wie unsere Familie. Die Ernüchterung kommt in kleinen Wellen. Belegt 2 bis 4 Personen. Auch belegt? Das Zimmer ist auch belegt hier. Na, das ist ja nicht so einfach hier. Wir fragen jetzt mal in der Zimmervermittlung hier nach, ob da was geht. Und ich bin immer noch frohen Mutes, sag ich mal, dass wir hier auch noch bis zum Wochenende bleiben können. Ja, wir werden sehen, irgendwas werden wir schon finden und ansonsten müssen wir halt den nächsten Ort nochmal abklappern. Wo gibt es eine kleine Wohnung für die Familie? Langsam wird der Ostseetrip zum Nervenkitzel für die fünf. In Wustrow sind wir ausgebucht, genau. Auch auf der gesamten Halbinsel. Wie das? Was? Haben Sie jetzt wirklich gesagt, auf der gesamten Halbinsel? Ja. Also man hat auch keine Chance mehr, wenn man jetzt irgendwo Stadt- oder landeinwärts wieder fährt? Landeinwärts wäre es noch möglich. Verzweiflung macht sich breit. Was nun? Dass wir momentan gar kein Zimmer kriegen, das ist ganz schön blöd. Zeit für Plan B. Frank bringt die Familie erstmal an den Strand. Er will dann alleine weiter nach einer Bleibe suchen. Das geht schneller. Hier ist die Welt wenigstens noch in Ordnung. Den Strandkorb gibt es für 8 Euro am Tag. Überfüllt ist es auch nicht. Ich bin endlich froh, am Wasser zu sein. Es ist total schön. Sonne scheint und Wasser lädt zum Baden ein. Alle Shirts aus, ab ins Wasser. Von mir aus, wenn ihr wollt. Ja, ich würde mal losfahren. Suchen Sie ein schönes Hotel. Genau. Suchen Sie ein schönes Hotel, ja? Ja. Und endlich, nach 2 Stunden erfolgloser Zimmersuche, können immerhin die Kinder ins Wasser gehen. Frank ist vom Urlaub immer noch weit entfernt. Für ihn fängt jetzt der Stress erst richtig an. Ich suche jetzt immer noch ein Hotelzimmer. Bin jetzt auf dem Weg ins Landesinnere. Die Kinder habe ich jetzt erstmal abgesetzt, weil die total platt sind und auch ein bisschen genervt von der ganzen Suche. Frank sucht und sucht und sucht ein Hotel. Höchstens 150 Euro pro Nacht will er ausgeben. Irgendwas muss es doch da geben. Christiane aber entspannt mit den Kindern am Hafen von Dierhagen. Ey, was ist denn das? Guck mal. Ich glaube, da kann man tauchen. Sicher. Okay, dann lass uns mal gucken. Sieht cool aus. Tauchen, so richtig mit Sauerstoffflasche in einem Tank für nur 20 Euro. Bei 3 Kindern läppert sich das allerdings ganz schön. 60 Euro, also 3 mal 20, 60 Euro. Ist schon ein Schuh, oder? Bitte, komm, das ist einmalig. Und dann? Was macht dann? Ja, tauchen. Und tauchen. Cool. Und auf ein Eis weniger verzichten. Ach so? Meint dann, wir wollen uns ein schönes Wochenende machen, dann können wir das machen? Ja. Ja. Soll ich mir mein Portemonnaie gucken? Ja. Bitte. Na kommt, ist okay. 3 tauchende Kinder und eine mächtig stolze Mutter. Für Kevin, Jerome und Jolien ein einmaliges Erlebnis. Als man da unten war, man hat sich total konzentriert. Und als dann alle unten gewunken haben, musste ich total lachen. Und ich musste mich richtig zusammenreißen, dass mir das Ding nicht aus dem Mund fällt. Und es war einfach cool. Ich fand's richtig cool. Aber ich hatte ein bisschen Druck auf den Ohren und ich will noch mal tauchen. Frank ist mittlerweile deprimiert. 12 Hotels im Landesinneren hat er gecheckt. Immer die gleiche Auskunft. Ausgebucht. Er überbringt die schlechten Nachrichten.
Wir haben eine schlechte Mitteilung für uns. Wir haben weder ein Hotel, noch Apartment, noch irgendein Zimmer gefunden hier. Das heißt, dass wir heute Abend abreisen müssten. Aber wir bleiben noch den ganzen Tag bis spät. Wir fahren erst spät nach Hause, dass wir wirklich den Tag genießen können. Und dann haben wir wenigstens einen schönen Tag gehabt. Okay? Was nun? Das können wir nicht mit ansehen. Wir greifen ein. An der Stelle hake ich mal ein. Ist ein bisschen ungewöhnlich von Seiten der Redaktion. Wir lassen euch jetzt natürlich hier nicht. Wir wollten gucken, kriegt ihr ein Zimmer? Ihr habt leider keins gefunden, aber wir haben natürlich eins für euch reserviert. Und zwar in einem ganz tollen, schicken Hotel. Ja, also ihr könnt jetzt hier noch richtig schön das genießen und ein tolles Wochenende. Nein, das ist klasse. Toll. Dankeschön. Hat sich ja der Ausflug gelohnt. Erleichterung bei der Patchwork-Familie. Jetzt kann der Urlaub für alle beginnen. Eine Ferienwohnung mit 3 Zimmern direkt am Strand. Unser Kurzurlaubsexperiment zeigt eine glückliche Familie. Doch eine Warnung für alle anderen. Wer jetzt einfach so an die Ostsee aufbricht, muss unter Umständen im Auto schlafen oder wieder nach Hause fahren. Es ist komplett ausgebucht. Wir haben jeden Tag Nachfragen ohne Ende, die wir leider nicht bedienen können. Wir versuchen dann, die Leute ein bisschen ins Hinterland letztendlich dann also zu leiten. Aber selbst die Campingplätze haben im Moment Aufnahmestopp, weil einfach mehr geht nicht. Wenn man dann allerdings zu den Glücklichen gehört, dann wird einem hier eine Menge geboten. Vom abendlichen Konzert hin zur Schaumparty oder zum Strandfeuer. Wie gut, dass alle bleiben können. Also die Stimmung ist hier richtig gut, gefällt mir richtig toll hier. Auch für die Kinder war ja was dabei. Das mit dem Schaum war auch, ist eine coole Idee generell. Aber leider war es blöd, dass wir halt keine Badesachen bei hätten. Sonst hätten wir halt richtig in den Schaum reingehen können. Aber so hat es auch Spaß gemacht. Am nächsten Morgen zufriedene Gesichter beim Frühstück. 295 Euro hat das Apartment in Dierhagen für die Familie gekostet. Dafür gibt es einen herrlichen Strand und Sonne satt. Schön, leerer, relativ leerer Strand. Wenn man was bekommen hat, kann man schön entspannen und sich gut gehen lassen. Ich fand das Tauchen sehr toll. Mir hat das auch Spaß gemacht. Und ich würde das auch noch öfters machen. Mein Fazit lautet, ohne Buchen geht gar nichts. Urlaub an der Ostsee. Traumhafte Aussichten für den, der rechtzeitig reserviert.